Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Nach der Ersteinrichtung unseres Vivo X60 Pro 5G wollen wir jetzt im nächsten Step natürlich mal eine SIM-Karte einlegen, damit wir auch mobil surfen können bzw. überhaupt telefonieren und chatten können. Wie das Ganze funktioniert, das Einlegen der SIM-Karte, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! Ja, in diesem Video wollen wir bei unserem Vivo X60 Pro 5G einmal eine SIM-Karte einlegen. Wir haben das Gerät gerade erst frisch eingerichtet, haben in der Ersteinrichtung noch keine SIM-Karte eingelegt. Das wollen wir jetzt nötig nachholen, damit wir eben auch anfangen können zu telefonieren, mobil zu surfen, zu chatten und so weiter und so fort. Wenn wir hier einmal kurz vorher das Kontrollzentrum runterwischen, dann sehen wir hier an dieser Stelle bei diesem Icon mobile Daten, keine SIM-Karte eingelegt, deswegen ist das auch ausgegraut. Wir können aktuell keine mobilen Daten nutzen. Logisch, ohne SIM-Karte geht das schlecht. Und wenn wir hier einmal in die Einstellungen gehen, haben wir hier auch den Punkt Netzwerk und Internet. Da klicken wir einmal drauf und dann haben wir hier nämlich auch eine Übersicht über SIM-Karte und Mobilnetzwerk. Wenn wir das aufrufen, sehen wir auch hier alles ausgegraut und da unten die Informationen, keine SIM, keine SIM. Wir haben ja hier ein Dual-SIM-fähiges Gerät, die erste SIM-Karte hier in grün dargestellt, die zweite in blau. Wir haben zwei Steckplätze und einen wollen wir jetzt belegen in diesem Video. Also ich sperre hier einmal das Gerät, damit ich da jetzt nicht irgendwas drauf rumdrücke, während ich das hier in der Hand herumbuxiere. Wir sehen hier schon, wir haben ja unsere Schutzhülle drum gemacht. Das heißt, wir müssen zumindest hier hinten einmal das abklappen, damit wir an den SIM-Kartenschacht kommen. Das geht sonst nicht. Und ja, und dann pieksen wir hier einmal in dieses Loch, um diesen SIM-Karten-Slot herauszuholen. Aufpassen dabei, dass ihr nicht in eins der falschen Löcher piekst. Also alles hier auf der Seite bis dahin zum Mikrofon ist tabu. Einzig hier in diesem SIM-Karten-Slot ist auch dieses Loch integriert. Da können wir reinpieksen. Und zwar habt ihr entweder in eurer Verpackung, hier in dieser, ja in der Box, wir haben ja zahlreiche Verpackungen hier bei diesem Handy, dann habt ihr da diesen SIM-Card-Ejector, wie das heißt, drin, diese SIM-Nadel. Entweder nutzt ihr den, falls ihr keine Lust habt, danach zu suchen. Ist ja ein bisschen Aufwand bei dieser Verpackung. Könnt ihr euch auch einfach mit einer Büroklammer helfen. Das machen wir auch immer. Wir haben hier immer eine liegen parat. Die passt in jedes Handy, eigentlich in jeden SIM-Karten-Slot in dieses Loch. Und damit kriegt man das Ganze schadfrei geöffnet. Ihr seht schon, der springt dann so ein Stück heraus. Zieht ihr einmal dran und dann sehen wir hier auf der Oberseite SIM 1, das hoffe ich sieht man auch, genau, jetzt scheint das Licht auch drauf. Und auf der Unterseite sehen wir SIM 2, also ein ganz normales Dual-SIM-fähiges Gerät. Wir sehen schon, wir haben ja einen relativ kleinen SIM-Karten-Slot. Das liegt eben daran, dass ja keine Option besteht, das Ganze mit einer Micro-SD-Karte aufzurüsten. Wer so ein Handy kennt, der hat eben auch einen, kennt oder kennt auch einen größeren SIM-Karten-Slot. Wir haben hier eben diese kleine Variante und müssen jetzt hier einmal unsere SIM 1 einlegen. Wir sehen hier unten links an der Ecke diese schräge, diese abgeschrägte Ecke und dementsprechend wissen wir auch, dass unsere Nano-SIM, die ja hier reingehört, sowohl auf die Vorder- als auch auf die Rückseite, ja, wissen wir, die da eben reingehört, die hat ja auch diese abgeschrägte Ecke. Das geht dann eben nur so, auf diese Art und Weise. Macht ja auch Sinn, dass die Kontaktflächen der SIM-Karte nach außen zeigen, sonst könnte sie ja gar nicht gelesen werden. Und was immer toll ist, hier auch, die klickt fest. Das heißt, wenn ich das Ganze umdrehe, wenn ich zum Beispiel mal eine zweite einlegen will oder mir das nur angucken will, die fällt nicht heraus. Das finde ich immer sehr praktisch. Das fehlt mir bei einigen immer noch, gerade die dann zwei SIM-Karten-Steckplätze haben und eine Micro-SD-Karte und dann fällt einem das ganze Gerödel da wieder raus, wenn man den mal da entnimmt, diesen SIM-Karten-Schacht. Hier ist es gut, hier klickt es fest und dann müssen wir aufpassen, dass wir hier wieder Loch an Loch praktisch so da reinsetzen. Das heißt, die SIM-Karte 1 zeigt nach oben zum Display mit ihrer Kontaktfläche und dann klicken wir das Ganze da rein. Wenn ihr jetzt zwei SIM-Karten einlegen wollt, zeitgleich, könnt ihr das natürlich auch machen, kein Problem. Das Prozedere ist dann das gleiche auch für SIM-Karte 2. Und wenn ich jetzt hier entsperre, dann sehe ich schon ratzfatz, dass ich als allererstes nach meiner SIM-PIN gefragt werde. Also das Gerät hat jetzt schon erkannt, dass eine SIM-Karte eingelegt wurde und ja, dann muss ich erstmal die natürlich entsperren. Bei uns ist das hier ganz einfach viermal die 0 und ja, damit haben wir eine SIM-Karte eingelegt. Wir haben jetzt im Unterschied zu vorhin auch hier unsere Empfangsbalken hier oben rechts in der Ecke neben der Akkuanzeige. Das heißt, wir sehen, ich glaube 4 von 4 oder wie auch immer. Wir haben hier recht guten Empfang und genau, das ist schon mal das erste Indiz dafür, dass wir eine SIM-Karte drin haben und das Ganze auch funktioniert. Wenn wir jetzt hier runterwischen, haben wir jetzt auch im Vergleich zu eben diesem Bereich mobile Daten. Wir sehen 4G plus. Unser Anbieter bietet halt noch kein 5G an, deswegen ist das hier aktuell auf 4G plus, beziehungsweise 5G ist auch gar nicht eingeschaltet. Wenn ich das jetzt einschalte, passiert aber nichts, da wir ja wie gesagt gar kein 5G angeboten bekommen.
So, dementsprechend schalte ich 5G wieder aus. Und wenn ich jetzt nochmal zu guter Letzt in die Einstellung gehe, wo wir eben waren, dann sehen wir jetzt auch in dem Bereich Netzwerk und Internet, beziehungsweise SIM-Karte und Mobilnetzwerk, nicht mehr alles ausgegraut. Wir sehen jetzt hier unten, da bekommen auch schon die erste Nachricht, wir sehen hier unten SIM 1, sehen unsere Telefonnummer da stehen und ja, bei SIM 2 nach wie vor natürlich keine drin. Und auch hier können wir jetzt, hier bekommen wir nochmal eine Information, und hier können wir jetzt auch 5G aktivieren, beziehungsweise auch hier mobile Daten deaktivieren. Aber das lohnt sich eigentlich nicht, dafür in die Einstellung zu gehen. Dafür haben wir unser Kontrollzentrum, wo man das über Schnellzugriffe regeln kann. Also, das war's zum Thema SIM-Karte einlegen beim X60 Pro 5G. Hat erfolgreich geklappt. Ich hoffe, für euch war das Ganze hilfreich und hat euch gefallen. Dann würden wir uns sehr über euren Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.